Ich euer Palmas und heute mit einem ganz neuen Commentary zu einem richtig, richtig aktuellen Thema, aber darauf komme ich gleich zu sprechen. Jetzt erstmal ganz kurz zum Gameplay. Ihr seht hier heute ein Call of Duty 4 Gameplay und ja, viele haben sich aber von mir ein Sniper Gameplay gewünscht. Jetzt ist es hier. Es ist zwar ein Call of Duty 4, aber dort finde ich eindeutig das Snipern am besten. Aber zu diesem Thema komme ich nochmal in einem ganz anderen Commentary zu sprechen. Auf jeden Fall seht ihr hier eins mit der M40A3er spielt. Den Score, den weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Könnt ihr ja am Ende des Gameplays vom Scoreboard ablesen, weil ich glaube, das wird eingeblendet. Aber das soll es auch gar nichts weiter zur Sache tun. Denn ich war gerade so ein bisschen so im Internet, auf YouTube unter anderem auch, habe ich so meine Abos mal so durchgeguckt und habe ich halt dann gesehen, dass heute vor ein paar Minuten oder vor ein paar Stunden, ich weiß es jetzt nicht, der erste Survival Mode Trailer vom MW3 erschienen ist. Und dieser Trailer, das hat mich echt überrascht. Ich dachte erst so wieder, ja, okay, ein Trailer, wird so ein bisschen was gezeigt. Nein, der komplette Trailer besteht nur aus Ingame-Material, also kompletten Gameplay-Material. Und es hat mich teilweise richtig überwältigt, aber teilweise auch so ein bisschen enttäuscht. Das wollte ich jetzt einfach mal hier so in den Commentary schnell ansprechen. Den Link zu dem Video werde ich auch gleich mal in die Beschreibung hier schreiben. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal da mal angucken, weil ich finde ja schon was ganz Besonderes, dass ihr jetzt mal endlich MW3 im Gameplay rausbringt. Und wie gesagt, schaut es euch auf jeden Fall mal an, weil das ist schon für die Call of Duty Fans ein Must-Watch, Must-See, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, werden halt ganz viele Survival-Mode-Szenen dargestellt, gezeigt. Und man sieht halt auch sehr viele Waffen. Man sieht die AK-47, die richtig fett aussieht, und mit fett meine ich jetzt nicht geil, sondern die ist fett, breit, wie auch immer ihr es gerade verstehen wollt. Man sieht die MP5A4, ist das genau. Man kann die Predator sehen, AC-30, glaube ich, auch einmal ganz kurz gezeigt. Werden schon ganz viele coole Features eigentlich gezeigt, aber meist die, die man halt auch schon so aus MW2 kennt. Von den Waffen her genau wird noch das Modell 1887 gezeigt. Dann noch eine andere Schrotflinte, aber die ist mir jetzt nicht näher bekannt. Die neue, die Walter, wird gezeigt. Und was mir direkt aufgefallen ist halt, wenn man jemanden abknallt, dann kommen keine gelben, also kommen die Punkte nicht in der gelben Farbe, sondern die Punkte sind in grün. Ich denke mal, das ist gewöhnungsbedürftig, weil die Farbe sticht nicht gerade so heraus. Die ist halt schon ziemlich matt, sag ich mal. Ich glaube, das hat halt einfach damit zu tun, weil halt ja auch MW3 in diesem ganzen Grün gehalten ist. Und haben sich gedacht, ja, das machen wir auch mal neu. Jetzt nochmal zum Survival Mode zu sprechen. Genau, man sieht auch die Juggernauts wieder. Ich glaube, die kommen vereinzelt ja auch in den Missionen von MW2 vor. Wenn ich mich jetzt nicht recht irre. Oder zumindest in diesem Spec-Ops-Modus, also Spezialeinheit. Die Typen haben mich damals schon immer angekotzt, werden mich in MW3 wahrscheinlich genauso ankotzen, ist glaube ich so ähnlich wie die Hunde in Zombie-Mode, wobei man die ja eigentlich sehr schnell töten kann, wenn man die richtige Waffe hat. Aber so erster Eindruck ist halt richtig geil, weil man halt da viel neue Waffen sieht, oder zumindest das Design der Waffen komplett neu gemacht ist. Die Grafik allerdings, das ist halt das, was ich meinte mit enttäuscht. Wenn man jetzt jemanden das zeigen würde, dann würde er ganz einfach denken, das ist dasselbe Spiel. Von der neuen Lichtengine habe ich jetzt nicht viel gemerkt. Vielleicht sind an einigen Stellen die Texturen besser. Das kann man schon leichter rauserkennen. Aber sonst würde man es einfach für ein billiges Add-on halten, glaube ich. Aber ich will das Spiel auch gar nicht im Vorfeld schlecht machen, weil von diesen Sachen distanziere ich mich ja sowieso. Ist halt jetzt nur mein erster Eindruck, den ich euch halt gerne übermitteln möchte. Damit ihr wisst, ja, wie ich dazu stehe, was ich davon so halte. Aber jetzt, wo ich das so gesehen habe, würde ich es am liebsten jetzt sofort direkt anspielen. Ich habe mir den Trailer auch nicht nur einmal geguckt, glaube zwei, dreimal, weil ich den da so ein bisschen auseinandergenommen habe. So zerschnitten habe, wie so ein. So ein Käse, wie so ein Brot. Ja. Wenn er so versteht, worauf ich so hinaus will. Und wie gesagt, schaut es euch auf jeden Fall an. Ich werde gleich mal irgendwie gucken, ob ich den Trailer irgendwo herbekomme.
weil ich dann doch mal vorhabe, auch mal so eine Trailer-Analyse mit euch zu machen. Aber die wird dann jetzt wahrscheinlich erst nächste Woche so kommen, weil das ist viel mehr Aufwand, das alles zu bearbeiten und so. Ich habe mir schon was einfallen lassen. Wenn ich es jetzt aber wiederum nicht finde, den Trailer zum Runterladen, weil ich irgendwie mit dem neuen YouTube-Konverter auch Probleme habe, damit was runterzuladen, also zumindest Videoformate, muss ich mal schauen, wie ich es mache. Vielleicht finde ich den irgendwo. Auf jeden Fall bleibt am Ball. Ich werde doch mal nochmal einen Link zu der Folge NDS5 reinstellen, weil das Video wird dann jetzt ja wahrscheinlich dann darüber liegen und dann werden halt weniger das alte Video sehen. Deswegen, also, das war's auch schon. Wollte ich nur auf den neuesten Stand bringen. Ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Jetzt sehe ich es auch. Der Final Score ist ein 18-4. Ja, 18-4. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin raus, euer Palmas.